So, Freunde, wir fangen straight mit Mimi an. So auf ganz heftig heute. Ah, so. Auf. Lehnt euch zurück, schnallt euch an. Genau. Haltet euch fest, würde Sascha sagen. Wir gehen nach unten links. Das freut Frank immer. Wir fangen jetzt an. Also, Mimi, Payback 12, haben sich viele gewünscht. Ich bin ready. 30 Minuten, wir sind da. Auf geht der... Warte. Yeah. Oh, nicht, dass das hier gleich... Selbst bei Mimi schaffe ich es on point anzuhalten. Bist du bereit? Hast du Getränk? Habt ihr ein Getränk? Es geht los jetzt. Ich hab auch ein Getränk. Alle freuen sich. Alles, auf geht's. Hey, ein neues Payback-Video, wo du wieder drunter schreiben kannst, dass die Paybacks nerven. Und danach gehst du freiwillig zu einem Schlagerkonzert und sagst, dass die Musik nervt. Wahrscheinlich wird's Helene Fischer interessieren. Live-Debatte. Freunde, wenn die Lautstärke okay ist, eins in den Chat, wenn die leiser muss oder lauter, dann bitte leiser, lauter reinschreiben. Danke. Ich fasse mal das Gelaber von Leon zusammen. Leon will nach 4 Jahren eine Live-Debatte, gibt mir 48 Stunden Zeit, darauf zu reagieren und begründet das mit folgendem Satz. Die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Er braucht 4 Jahre und sagt mir dann, dass die Wahrheit keine Vorbereitung braucht. Nach 4 Jahren, geil. Und dazu kommt noch, dass er mich schon 3-mal unvorbereitet im Real Life getroffen hat und er hat immer nur Müll geredet und Leute geholt. Leon, wie kann denn so ein Satz von dir kommen? Die Wahrheit kennt keine Vorbereitung. Deswegen bereiten wir uns auf nichts vor, wir schneiden keine Videos von Angesicht zu Angesicht. Mal abgesehen davon ergibt der Satz gar keinen Sinn. Man hat ja beim Gewinnspielthema gesehen, dass ausschließlich meine Vorbereitung zur Wahrheit geführt hat. Live hätte Leon uns das einfach als Gewinnspielauflösung verkauft und ich hätte vielleicht nicht sofort den Gegenbeweis liefern können. Das Ergebnis wäre gewesen, dass wahrscheinlich alle Leon mit dem Schulvideo geglaubt hätten, obwohl er nachgewiesenermaßen nicht die Wahrheit gesagt hat. Und weil ich sowas schon geahnt habe, habe ich die Debatte ab... Boah, ist das viel Text. Naja. Gelehnt. Meine Paybacks sind klar strukturiert. Wenn ihr es lesen wollt. Live wäre nur Aussage gegen Aussage, alles wäre nur oberflächlich. Ich stehe hinter meinen ganzen Aussagen. Kannst du das? Kannst du das, Digga? Kannst du das? Werden wir sehen. Gib mir die nächsten 48 Stunden Zeit. Schreib mir sonst auf Twitter oder sonst wo, Digga. Mir ist scheißegal wo. Naja, es ist nicht egal, wo ich dir schreibe. Twitter war die einzige Social-Media-Plattform, wo du mich noch nicht blockiert hattest, du Jockel. Und dieses Pseudo-Geschwafel wieder. Kannst du zu deinen Aussagen stehen? Hä? Kannst du das? Kannst du das? Werden wir sehen. Junge, das Ding ist, ich habe dich schon 1000 Mal mit eindeutigen Belegen als Lügner und Betrüger exposed. Die Videos sind alle online und ich hab's dir auch im Real Life schon mehrmals in die Fresse gesagt. Soll ich's etwa noch in meinen Arm ritzen oder ab wann steht man hinter seiner Aussage? What the fuck? Und dass man behauptet, dass man hinter seinen Aussagen steht, nachdem man 4 Jahre versucht hat, alles unter den Tisch zu kehren, ist ja noch das Beste daran. Ja, Leon, du bist ein tapferer Ritter. Ich hab keinen Bock auf ein Video, was geschnitten ist, was ich dann habe, was ich reinschneide. Ja, das merken wir uns mal für später. Okay, jedenfalls habe ich die Live-Debatte abgelehnt mit den genannten Begründungen. Hier seine Reaktion drauf. Live-Diskussion, Leon, Mimi, Monte, stay. War natürlich keine Live-Diskussion, sondern nur ein Video, wo er rumquengelt, dass ich die Live-Debatte abgelehnt habe. Aber nein, es kommt nicht dazu. Was labert er wieder für einen Scheiß, Digga? Und will sich wieder rauskriegen, weil ich wusste das, Digga. Der kann im Internet sich vorbereiten auf Videos und so weiter. Macht er auch irgendwo seinen Job gut, muss man sagen, Digga. Ist doch hier und da mal irgendwo lustig. Hä? Moment. Also du sagst selber, dass meine Videos gut gemacht und lustig sind. Und ein Video davor hast du hervorgehoben, dass deine Lügenvideos doch nur die Leute unterhalten sollten. Also dürftest du doch eigentlich gar kein Problem damit haben, dass ich mit meinen Videos Leute unterhalte, wenn das dein einziger Maßstab ist und das sogar das Lügen rechtfertigt. Und das hier musst du den Leuten auch mal erklären. Was labert denn wieder für einen Scheiß, Digga, und will sich wieder rausreden, weil ich wusste das. Ich laber wieder Scheiße und will mich wieder rausreden. Der Einzige, der das hier am laufenden Band macht, bist ausschließlich du, Leon. Also projizier mal nicht dein Abschaumverhalten auf andere. Aber wenn es drauf ankommt, live, Digga, du teilst aus, dann musst du auch einstecken. Ich sage jetzt, live, Digga. So, du musst nicht kommen, okay? Aber da sieht man einfach mal diese scheiß Internetwelt. Im Internet spucken die so große Töne, aber live, Digga. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Du projizierst deine eigene Abschaumhaftigkeit auf andere. Du spuckst selber die größten Töne, nennst mich Lappen und eierloser Fisch. Mimi, ganz einfach, du hast jetzt harte Arbeit geleistet. Du hast ein Disweg aufgenommen. Und ich mach's ganz kurz und knapp, Digga. Mit einer Antwort, du bist ein Lappen. Mimi, du eierloser Fisch, Digga. Aber bist dann der Leute holen musste, wo ich alleine vor dir stand. Frank. Du eierloser Fisch, du. Ist es dann eigentlich was positiv, weil der Fisch sich dann freut und denkt, ey, nicht schwanger! Da bist du jetzt erstmal ein Wochenende mit unterwegs, ne? Da bist du jetzt. Ja. Du alter Fischstäbchenwärmser. Er sagt einfach, er möchte die Live-Debatte nicht, ne? Natürlich, wo sind seine Eier?
Oh, Leon, ey, sei einfach leise. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls hat er dann meinen Tweet vorgelesen, in dem ich genau begründe, warum ich die Live-Debatte nicht annehme. Du hast so viel Dreck am Stecken, da würde sogar ein 24-Stunden-Livestream nicht ausreichen, um der Sache gerecht zu werden. Deswegen kommt fein säuberlich aufarbeitet, die Paybacks nachvollziehbar und klar strukturiert. Mit Belegen ist doch viel besser. Live wäre nur Aussage gegen Aussage. Ein paar Pseudo-Entschuldigungen, weil dir nichts anderes übrig bleibt und am Ende ein Ja, ist ja alles geklärt. Ich check das nicht. Ich mach mal weiter, Leute. Und genau das ist dein Plan. Alles schnell. Also da müssen auch noch mal kurz die Props rauf für den 200 IQ-Move von uns beiden jetzt hier. Dass Leon uns jetzt den Text sogar vorliest. Finde ich nett. Finde ich gut. Ja. Ne? So, so geht das mit mir, Freunde. Ne? Scoop-di-di-woop. Woop-di-di-scoop. Woop-di-di-scoop. Oh Gott, der Name ist ja göttlich. Gerald Ferrari-Fan. Danke für den Follow. Vielen, vielen Dank. Oh, Kuss geht raus an den Namen, Alter. Geil, geil. Schnell, schnell und möglichst nicht in die Tiefe gehen. Im Gegensatz zu meinen Videos. Du standest die letzten 4 Jahre dreimal live vor mir. Geldtour, WVP, keine Ahnung was es ist, Aftershow, Kollegakonzert. WVP ist die Abkürzung für den Webvideopreis. Sollte dir eigentlich bekannt vorkommen, das war da, als du Silvi mit ApoRed belästigt hast. Herr Newstem hat den Vorfall gut zusammengefasst. YouTuberin Silvi Rockstar hat vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, in dem sie sagt, dass sie von... Whoop-di-di-scoop. Whoop-di-di-scoop-poop. Phil! 18206. Vielen, vielen Dank für den Follow. Dankeschön, Kuss geht raus. So, jetzt kommt hier anscheinend dieses heikle Thema, womit ja schon ganz Social Media voll ist. Die Ereignisse überschlagen. Genau. Also, klar, wir kennen das Video, wir kennen dieses Payback noch nicht, aber das ging natürlich jetzt noch schon nicht hier einfach so an uns vorbei, das haben wir auch schon mitgekriegt, dass hier Belästigung, ne, ich weiß nicht genau, ob auch sexuelle Belästigung, aber es geht auch um Belästigung und nicht nur bei dieser, wie heißt sie, Silvi Rockstar, sondern auch die Carina Pushart hat da auch schon was zu bei Instagram gesagt. Frank hat es eigentlich schon gut beschrieben, die Ereignisse überschlagen sich. Ach du... Aber es ist halt immer noch Aussage gegen Aussage. Genau. Man kann halt da... Schwierig alles. Schwierig. Wir gucken erstmal rein. Ja. Und, ne, wir müssen uns erstmal bilden hier, ne? Von einem sehr großen, sehr bekannten YouTuber sexuell belästigt worden sei. Sie war auf einer Aftershow-Party von dem Deutschen Webvideopreis. Und dort hätten sie zwei sehr, sehr große YouTuber angesprochen, die dann zu ihr gemeint haben sollen, dass sie die ja gerne auf YouTube pushen würden, wenn sie sich dafür im Gegenzug sexuell erkenntlich zeigt. Konkret wollten sie von ihr einen auf der Toilette geblasen kriegen. Silvi Rockstar hat leider in ihrem Video die Namen dieser YouTuber nicht preisgegeben. Übrigens, der erste war Leon und der zweite war ApoRed. Ja, ihr beiden könnt euch ja mal dazu äußern. Da warten wir jetzt alle gespannt drauf. Oder müsst ihr jetzt nochmal 4 Jahre reflektieren und dann transparent Scheiße zu labern. Okay, machen wir weiter mit dem Vorlesen meines Tweets. Du standest die letzten 4 Jahre dreimal live vor mir. Geldtour, WVP, keine Ahnung was es ist, Aftershow, Kollegakonzert. Ohne Vorbereitung und Contest, einfach gar nichts, außer Müll labern und Leute holen. Kurz fürs Protokoll, Leon hat in 5 vorgelesenen Sätzen 10 Videoschnitte gehabt. Wie war das nochmal? Ich habe keinen Bock auf ein Video, was geschnitten ist. Naja, aber was sagt Leon jetzt eigentlich zu meinem Tweet? Du hast mich 3-4 Mal gesehen. Wusste ich, dass es so weit geht, Digga, aber du hast ja nicht aufgehört. Du hast ja weitergemacht. Bis es zu diesem Punkt kommt. Und jetzt nach 4 Jahren sollen alle plötzlich innerhalb von 48 Stunden nach deiner Pfeife tanzen und machen, was du sagst. Absolut lächerlich. Ey, du hast damit angefangen. Nach 4 Jahren. Aber es war doch meine Entscheidung. Du hast ja die ganze Zeit weitergemacht. Ich konnte ja auch gar nicht antworten, aber ich hab's jetzt gemacht, weil du ja weitergemacht hast, weiter. Also gibst du hier zu, dass du deine Statements nur gemacht hast, weil ich nicht aufgehört habe? Also hättest du deine Lügen sonst weiter unter den Tisch gekehrt und du hättest die Gewinnspiele auch nie aufgelöst? Auch nicht in deiner Wish-Variante? Das war mir zwar vorher schon klar, aber gut, dass du das hier selber nochmal aussprichst, was für eine Sorte Mensch du bist. Und jetzt sagst du nein? Jetzt wartest du, bis du deinen Computer wiederbekommst? Ich muss es auch noch einblenden. Der sagt, dass dein Computer irgendwie defekt ist oder bei der Reparatur. Das gibt's nicht, Digga. Der Typ will sich da rauszecken. Sein Internet geht nicht oder sonst was. Der kann doch sogar mit dem Handy live gehen. Der kann sogar am Telefon, der kann anrufen, Digga. Die Ausrede, der Computer ist kaputt, ist ja fast genauso schlecht wie... Hab ich vergessen. Also da tut sich aber nicht viel. Da braucht er sich jetzt nicht drüber aufregen, oder? Also ich glaube, irgendwo drüber aufregen braucht... Leon sich, glaube ich, wirklich nicht. Oh Mann, wenn man Leon auf Wish bestellt, bekommt man dann was Gescheites. Meinst du dann so wie so Minus und Minus ergibt Plus? Oder wie kommst du jetzt da?
Lieder Angel, Wish eingeben, Leon Mascher. Ja, guckt, sucht, was passiert. Guckt aber, was da kommt. Denn, vielleicht klingelt es dann und dann ist die deutsche Bundesbehörde vor deiner Tür und sagt, haha, Sie kommen mal bitte mit. Kann alles sein. Wir machen alle rein, aber nur telefonieren, ist mir auch scheißegal wie. Ich komm und kauf dir einen Computer, Digga, und dann kannst du live gehen. Oha. Ist mir scheißegal. Hauptsache, du kommst live, Digga. Ja, wie ekelhaft kann man eigentlich sein? Ich schreibe in dem Tweet, was meine Gründe sind und er liest diese sogar vor, geht aber nicht drauf ein. Dann behauptet er, dass ich gesagt hätte, dass ich wegen meines kaputten Computers nicht live gehen will, obwohl ich das nie gesagt habe. Ich habe am Ende angemerkt, dass es weitergeht, wenn mein Rechner wieder da ist, bezogen auf die Paybacks, die ich aufwendig produziert hatte. Wo habe ich denn gesagt, dass ich nicht live gehen kann, weil mein PC kaputt ist? Leon tut jetzt aber so, als ob ich das als Ausrede benutzen würde und ignoriert meine aufgelisteten Gründe. Das ist einfach nur ein Strohmann-Argument, um wieder alle zu manipulieren. Und außerdem, dass Leon mir jetzt unterstellt, dass ich mich nur rausreden will, nachdem er der König im Rausreden ist, macht das Ganze noch viel lustiger. Leon macht Fake-Pranks, wird exposed, kehrt alles unter den Teppich, seine Ausrede nach 4 Jahren. Das war nur zur Unterhaltung. Kameras sind in seinen Prank-Videos offensichtlich zu sehen. Leon vertuscht das, indem er sie aus dem Bild schneidet oder schwarze Balken drüber setzt. Seine Ausrede. Das macht jetzt das Bild für den Zuschauer kaputt, wenn man die Kamera sieht. Leon löst Schulkonzert-Gewinnspiel nicht auf und wird exposed. Seine Ausrede. Oh, hab's vergessen, euch zu zeigen. Zeigt dann ein Video, wo er so tut, als hätte er es eingelöst, wird daraufhin wieder exposed. Seine Ausrede. Ah, ich hab das Gewinnspiel verwechselt, hab gar nicht gemerkt, dass ich gar kein Schulkonzert gegeben habe. Leon löst Lambo-Gewinnspiel nicht auf und hat den Gewinner blockiert. Seine Ausrede nach 2 Jahren. Der Gewinner hat sich irgendwie nicht gemeldet. Warum Leon aber kein Interesse hatte, das Ganze 2 Jahre lang nicht aufzulösen, sagt er hier nicht dazu. Hoffen wir alle auf eine lustige Ausrede. Leon hat 2018 schon gesagt, dass er viel Scheiße gebaut hat, aber ohne zu sagen, was er genau verbockt hat. Seine Ausrede. Er hatte nicht die richtigen Leute, die ihm gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Es ist viel schief gelaufen. Ich hatte halt nie die richtigen Leute um mich rum, dass sie gesagt haben, Leo, mach das nicht, das hätte ich lieber nicht gemacht, das hätte ich auch nicht gemacht. Mach das lieber nicht so. Diese Leute hatte ich irgendwie nicht um mich rum. Ich hatte nie die Leute, die gesagt haben, was richtig, was falsch ist. By the way, nach dem Video hat er den gleichen Scheiß weitergemacht. Witzig. Er hat keine Leute um sich herum, damit die ihm sagen können, was er machen soll. Nein, hat er nicht. Okay, fassen wir kurz zusammen. Jeder Mensch startet mit 0. Mhm. Deine Tochter startet mit 0. Ja. Plus, minus kriegt sie von den Erziehungsberechtigten und dem sozialen Umfeld. Ja. Gut. Gehen wir davon aus, Leon ist jetzt keine 4. Heißt, ja, er hat den sozialen Umfeld von den Eltern ja bis 18 mindestens mitbekommen. Ja. Wenn Leon so ist, mit 4 minus, wie sind denn seine Eltern? Da muss ich los. Weil die müssen ihm das ja mit... Faken. Ist das, was gut ist? Ja, ja. Irgendjemand muss das ja... Ja. Also es ist ja nicht das Umfeld. Gut, ich kann dir auch sagen, Marvin, das, was du da jetzt machst, ist Kacke. Oh. Ja. Hast du ja dann auch den richtigen Umgang, aber theoretisch plus minus kriegen wir von den Eltern mit. Ja, 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 ja. Hm. In einem gewissen Umfeld. Leon anscheinend nicht. Oder die Eltern haben ihm was mitgegeben. Dann möchte ich die Eltern aber nicht, also, nie kennenlernen. Ist es alles ein bisschen... Schwierig! Weisheit mit Frank, safe. Es ist alles ein bisschen schwierig, das Thema. Ich meine, Das gerade war nicht schwierig. Ja, gut, das waren alles harte Fakten. Aber wir können natürlich jetzt nicht ihm irgendwas unterstellen, nein, dass das er das richtig. Nur aus Geldgeilheit etc. gemacht hat. Ne? Aber der zu sagen, mir fehlt der Umgang oder die Leute im Umfeld, ist halt kompletter Bullshit. Ja. Weil also, man hat selber ja ein Bewusstsein und denkt sich, Mensch, ist das okay, wenn ich so viel Kacke mache? Ja. Also, ich muss auch sagen, also dieses ganze Gelaber von ihm, ne, ist halt auch einfach nur Gelaber. Da war doch bis jetzt nichts Handfestes dahinter, wo du dann am Ende des Tages gesagt hast, ja, der Junge hat sich einen Kopf gemacht. Der Junge hat sich einen Kopf gemacht, hat sich geändert, hat gesagt, nee, ist Kacke, war blöd, ich mach jetzt anders. Ja, es gibt auch ganz viele andere, die gesagt haben, es wird sich alles ändern. Kommt nur noch ein Video am Tag, vielleicht 2. Ja. Und aus 1, 2 wurden dann 13. Ja, also es gibt halt solche Leute. Vielleicht verstehe ich das auch nicht, was in den Köpfen da los ist. Aber also, ne, und wenn ich jetzt hier schon diese ganzen Kommentare, die ja jetzt hier reinschneide, jeder hat eine zweite Chance verdient, ja, bla, bla. Ja, aber es ist ja... Ja, aber wenn du im ersten Video schreibst, oder sagen wir zweiten, erstes Video war Kacke.
Zweite Video, er hat eine zweite Chance verdient. Das zweite Video war aber auch schon scheiße. Und im dritten, er hat doch eine zweite Chance verdient. Das dritte war aber auch kacke. Ja. Und dann, aber er hat doch eine zweite. Ja, aber er kann ja. Aber du kannst doch nicht jedes Video unterschreiben, aber er hat doch eine zweite Chance verdient. Also, er ist ja eigentlich gar nicht so. Aber er hat halt nicht die richtigen Leute. Hier, Dennis Epstein, du. Leon, ich habe nichts von dir gehalten, doch ich gebe dir einen Neuanfang, denn jeder hat eine Chance, neue Chance verdient. Ja, wie viele Neuanfänger will er denn noch versuchen? Und die gehen ja alle in die gleiche Richtung. Als ob er von so einem Magneten angezogen wird. So, ich mache normale Videos, ich mache aber nur Müll eigentlich. Und dann geht er immer. Ja, also theoretisch ist es ja auch gut. Jeder macht Fehler, auch mehrfach. Ist ja nicht so, dass wir einmal einen Fehler machen und dann denken, oh, das war jetzt blöd. Gut, auf die Herdplatte fassen, das ist so ein Fehler, den macht man einmal und nie wieder. Das, oder Steckdose, das ist richtig. Aber trotzdem kann ja mal was sein, wo du, oh, hab ich vergessen? Ja, kann blöd. Auch mal passieren. Ist blöd gelaufen. Ja, natürlich. So, aber irgendwann kommt doch der Punkt, das habe ich schon mal gemacht, ist zweimal blöd gelaufen, das mache ich so nicht nochmal. Das ist dieses Ding, wo im Gehirn so einer das Lasso schmeißt und sagt, nee, das lässt du jetzt mal. So, der schmeißt schon. Halt daneben. Ja, einfach so. War eine gute Idee? Ah, das ist runtergefallen. War doch keine gute Idee. Oh Mann, ey. Ich auch, dass unter dem Video unzählige Leute geschrieben haben, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Und jetzt schreiben das immer noch unzählige Leute unter seinen aktuellen Pseudo-Entschuldigungsvideos. Und das Ding ist, es war damals schon nicht die zweite Chance. Leon ist wahrscheinlich der erste Mensch mit 1000 zweiten Chancen. Aber er hatte nicht das richtige Umfeld. Immer sind die anderen schuld. Sogar an dem Beef zwischen Leon und mir sind seiner Meinung nach Ape Crime schuld. Für alle, die es interessiert, ihr seid am Beef schuld von Mimi und mir. Hä? Als ich dann auch einen Track gemacht habe, hat Leon ein Reaction-Video auf die Diss-Tracks gegen ihn gemacht, mit mir im Thumbnail. Seine Ausrede, den Track nicht abzuspielen, war, dass er sich meine Stimme nicht anhören kann, obwohl Leon sie nachweislich hoch... Der Diss-Track von Mimi hat einfach fast 6 Millionen Aufrufe. Halt's Not Alles bad, kann. Alter, not bad. ...gepitcht hat. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verkackter Masterplaner. Ich will mir das geben, aber der... Digga, der Song ist so... Ey, die Stimme ist so scheiße. Ich kann mir den Song nicht geben, Mann. 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das kann ich nicht geben. Nein. Nein. In echt dieser B, wetter weg dieser Beat. Doch im Netz wieder G, Internet. Alter, Digga, ich kann mir das nicht geben, Digga. Was ist das? Alter Falter, Digga. Noch dümmer wirkt die Ausrede, wenn man bedenkt, dass ich erstens Untertitel drin hatte, sodass man den Track eigentlich nicht mal hören bräuchte, sondern auch lesen könnte, also wenn man es beherrscht. Zweitens habe ich den Track nochmal mit normaler Stimme aufgenommen, Leon hat dann aber irgendwie gar nichts mehr dazu gesagt. Und drittens hat er gezielt an zwei Stellen des Diss-Tracks reingeklickt, wo keine Punchline drin war. Und kurz bevor eine kam, hat er schnell abgebrochen. Schon lustig, dass er Unge Fake-Reactions vorgeworfen hat und hier selber offensichtlich gezielt Stellen in meinem Diss-Track rausgesucht hat. Nee, das war alles Zufall. Das ist doch alles... Timing. Timing. Ist das A und O. Genau. Vergesst das nicht. Ein gutes Timing spart euch den Weg zum Bäcker. Die er der Öffentlichkeit zeigen kann, um zu sagen, dass meine Stimme unerträglich sei. Leon, war das etwa eine Fake-Reaction von dir? Ja, und nachdem Leon durch die Diss-Tracks komplett demoliert wurde, sagt er plötzlich, dass er das Ganze sportlich sieht. Was ich auf jeden Fall nochmal loswerden wollte ist, ich nehme das Ganze hier sportlich, ich nehme das mit Humor, ich krasse jetzt nicht aus, weil der und der mich disst, ich find's nicht so schlimm. Ich nehme das sportlich, wie gesagt, deswegen lache ich auch manchmal drüber und deswegen bin ich jetzt auch nicht so sauer, wenn jetzt der ein oder andere mich disst. Ich habe ja den Trend gesetzt, ich habe den Trend bewusst gesetzt, dass Leute sich dissen oder dass Leute mich auch dissen und vielleicht gegenseitig sogar auch. Schon komisch, dass er vorher offensichtlich also komplett er Ansagen gemacht hat. Er ist der Trendsetter. Er ist es. Der Allerechte. Also steht eigentlich Rap am Mittwoch. Und der ganze Gangster-Rap-Scheiß ist in Berlin alles, ist alles Leon. Steht überall bei Leon Mascher. Made by Leon Mascher. Der Echte. Also, zwei geil. Wochen da. Trotzdem habt ihr das gemacht. Wenn ich jetzt ein Jahr nicht da bin, wollt ihr trotzdem noch Videos über mich produzieren? Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ab heute reicht es. Ich hab so eine Blacklist und da stehen viele YouTuber draus. Da stehen viele YouTuber drauf und die werden jetzt alle abgearbeitet. Und ich sag euch, morgen um 18 Uhr kommt der erste Diss-Track gegen einen YouTuber raus. Und da ist, ab dann ist vorbei. Dieser Diss-Track wird alles zerstören. Du wirst morgen gedisst. Du bist der Erste, der auf meiner Blacklist ein Dickchen bekommt. Ich? Weil du auseinandergenommen wurdest. Mhm. Ab morgen gibt es keine Kommen mehr. Ab morgen werden Taten gesprochen. Und da braucht ihr eure Videos auch nicht mehr offline nehmen oder auf Klima zu stellen, weil ich weiß ganz genau, wer auf meiner Blacklist ist und die werden Stück für Stück abgearbeitet. Ab morgen gibt es keine Kommen mehr. Ab morgen um 18 Uhr werden Taten gesprochen. Klickt alle, schaltet alle ein. Um 18 Uhr kommt der erste Diss-Track über den scheiß YouTuber und ich würde sagen, es reicht mir. Sag jetzt, scheiß YouTuber, du.
Nicht so, das war jetzt hart, ich krieg schon Tränen. Abgesehen davon, wo war denn deine tolle Blacklist, die du abarbeiten wolltest? Ist wohl nichts draus geworden, nachdem du auseinandergenommen wurdest, du Sportskanone, du. Hm, was gab's eigentlich noch für Ausreden? Als Leon im Monat Januar Pause gemacht hat, offensichtlich, weil es da nicht so viel Kohle von YouTube gibt, hat er statt ehrlich zu sein, einfach behauptet, dass er nichts hochgeladen hat, weil er und ApoRed mit Fans gechillt haben. Freunde, wir haben lange kein Video mehr produziert, aus dem Grund, weil wir in der letzten Zeit viel Monopoly gespielt haben und gechillt haben. Einfach gechillt mit den Fans, rumgehasselt, einfach Fotos gemacht. Sein Album-Release hat er verschoben, natürlich nicht, weil es nicht genug Vorbestellungen gab, sondern mit der Ausrede, dass Leon solche... Rumgehasselt ist für mich, er hat was Produktives gemacht. Ja, ja, ja. Kommt bestimmt gleich. Okay, 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 okay. Tollen Aktionen wie das Gewinnspiel machen wollte. Was sich ja später dann sogar noch als Scam herausgestellt hat, um mehr Alben zu verkaufen. Bei seiner damaligen Gerichtsverhandlung ist Leo nicht zum Prozess erschienen. Seine Ausrede war, dass er krank sei und deshalb nicht kommt, obwohl der Arzt... Das letzte Video wurde übrigens geclaimed. Nicht von Mimi, nicht von Leon Mascher oder sonst irgendwas, sondern weil dieses Video in dem Video lief. Und jetzt kommst du, Frank. Willkommen im Jahr 2020. Ihn als verhandlungsfähig eingestuft hat. Ich könnte jetzt hier noch ewig mit den Ausreden weitermachen, aber kommen wir mal zurück zum Thema Live-Debatte und seine Reaktion auf meinen Tweet. Oh, ja. Live-Debatte, weiter geht's. Und das hier, dass du sagst hier mit deinen Pseudo-Weisheiten, dass ich nicht der Hellste bin und so. Ich sag euch ganz ehrlich, Mann, ich war auf 10 verschiedenen Schulen. Und hast auf keiner davon ein Konzert gegeben? Ich war auch mal auf einer Förderschule. Ich hab viel erlebt in meiner Vergangenheit. Hab zum Glück die Kurve bekommen. Hab bis dahin meinen Hauptschulabschluss gemacht. Geh ich zu, Digga. Und jetzt? Und jetzt? Nur weil nicht jeder redet wie ein Professor, Digga? Tut mir leid, Digga. Tut mir leid. Ich bin der, der ich bin. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht verstellen, Digga. Also verstellen konntest du dich eigentlich ziemlich gut, als du 4 Videos lang behauptet hast, dass Locke fast gestorben wäre. Und außerdem habe ich hier nicht deinen Hauptschulabschluss kritisiert, sondern deine Pseudo-Weisheiten. Die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach, Digga. Du spielst Schach gegen dich selber. So, was ist denn das? Du fährst gar kein Auto. Du fährst nämlich Auto gegen dich selber. Was? Oh Mann, Alter. Also du spielst gar kein Schach. Weil du Schach gegen dich selber spielst. Ja. Das, also da, ne? Das ist mir mich jetzt hier mal... Ich muss erstmal einen Schluck trinken. Da, also da bist du wirklich ein Wochenende mit unterwegs. Also da kannst du mal von ausgehen. Ja, das, ich überlege auch gerade, wie ich das zusammenfassen soll. Aber wer hat denn da jetzt so geil angehalten? Du? Oh, vielleicht ich sogar, ne? Wer ja! Wenn man ihn nicht halten kann. Oder auch Hashtag. Was? Was? Nochmal. Keine Vorbereitung. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach. Du spielst Schach gegen dich selber. So, was ist mein Fazit bei dem Video? Genau. Man wirft kein Boomerang, wenn man ihn nicht halten kann. Oder auch Hashtag, man sagt, wenn man sie die neu erfindet, werden sie nicht vergessen. Jedenfalls hat Leon auf meinen Tweet dann Folgendes geschrieben. Ich hab ihn einfach geschrieben. Was aus der Jahr ist stimmt. Was? Soll ich dazu noch sagen? Deine Videos sind bei den Leuten angekommen. Sie haben es kapiert. Die Message ist durch. Was willst du doch groß den Leuten erzählen über mich, was sie noch wissen müssen? Also wenn das Einzige, was du sagen kannst, ja, es stimmt ist, dann brauchen wir ja erst recht keine Live-Debatte. Und was ich den Leuten noch erzählen könnte über dich, was sie noch nicht wissen, ist sogar ziemlich viel. Aber da du das verhindern willst, versuchst du das hier krampfhaft zu unterbinden, so nach dem Motto, du hast doch schon alles gesagt, jetzt hör auf. Und später hast du das noch weiter versucht zu unterbinden, indem du mich als besessenen Psychopathen dargestellt hast, nur damit der Fokus weg von dir geht. Aber dazu kommen wir später. Ich habe alles drin gelassen von dir, ich habe es sportlich gesehen, aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Nee, Leon, mir geht's um die Unterhaltung. What the fuck, was ist das überhaupt für ein Argument? Klickzahlen und Wahrheit schließen sich doch nicht aus, also außer bei dir, denn du machst mit Lügen die meisten Klicks. Wenn es mir nur um Klicks gehen würde, hätte ich deine Karrierelaufbahn gemacht. Und da hätte ich auch die 4 Locke stirbt fast Videos gedreht, die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Das war nur für die Klicks und die Kohle, was denn sonst? Und so wie ich meinen YouTube-Kanal bisher gestaltet habe, mit solchen aufwendigen Videos und den langen Upload-Pausen, finde ich schon ein bisschen dreist, mir sowas vorzuwerfen. Leon, jedes meiner Videos ist aufwendiger als jedes deiner Videos. Aber wenn es dir und deiner komischen Fanbase hilft, sage ich jetzt mal, ja, ich mache es für die Klicks. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was ist denn jetzt das Scheißargument? Von den Klickzahlen kann ich mir doch eh nichts kaufen, du aber schon, weil du die ganze Kohle, die meine Videos generiert haben, selber eingesteckt hast. Nicht nur von mir, auch von Chanbroke, Unge und KuchenTV. Weil alles von Leon geclaimt und gestrikt wird. Ja, und er tut das ist so übrigens bei mir auf dem Uncut-Kanal halt auch genau das gleiche. Ich habe da ja auch die Reactions zu Leon hochgeladen. Und bei mir ist es tatsächlich auch so.
Also jedes Video, was ich von Leon hochlade, ist halt mit Content-ID gedingst, sodass halt Leon quasi das Geld halt dafür bekommt. Ich kann euch zeigen, bei mir sind sogar die Reaktionsvideos auf die Meme-Videos sind von Leon geclaimt. Ja, ich weiß, ich kann mal gucken, ob ich euch das zeigen kann in der YouTube Studio-App. Vielleicht wird das ja angezeigt, dass es geclaimt ist. Hier, also man kann es jetzt nicht ganz sehen, man sieht halt nur die Weite über Locke zum Beispiel, das ist halt durchgestrichen. Normalerweise ist das ja grün. Das heißt halt, dass ich das nicht monetarisieren kann. Ja, weil er das halt einfach geclaimt hat. Ne? Leon, erzähl doch vollständigkeitshalber deinen Zuschauern, dass du die ganze Kohle eingesteckt hast, wenn du schon andere damit frontest, dass sie nur auf Klicks aus sind. Und selbst nachdem du gesagt hast, dass du nicht mehr claimst, blieben alle Videos weiterhin geclaimt. Man musste erst einen Einspruch für jedes einzelne unrechtmäßig geclaimte Video ausfüllen und dann nochmal literally 30 Tage warten. Darauf warten, ob dein Netzwerk denn wirklich gestattet, dass man mit dem eigenen Video selber Geld verdienen kann. Und die 30 Tage nehmen die sich wirklich noch Zeit. Wahrscheinlich bearbeitet dein Netzwerk das nicht mal und es wird von YouTube nach 30 Tagen selber freigeschaltet, wenn ihr in der Zeit nicht reagiert. Und ich will mich an dieser Stelle nochmal korrigieren. Man muss nicht nur einen Einspruch machen. Wenn zum Beispiel 3 Leon-Videos in einem Payback behandelt wurden, muss man einfach 3 Einsprüche machen. Und diese 3 Einsprüche müssen dann auch von Leons Netzwerk separat genehmigt werden. Und nach 30 Tagen hat man dann vielleicht die Chance, noch ein paar Cent mit seinem eigenen Content zu verdienen, nachdem Leon sich bedient hat. Ich weiß nicht, ob die Leute das merken, dass deine Karriere sich komplett auf meinen Nacken aufgebaut hat. Ja, und deshalb bricht dir jetzt das Genick? Leute, sehe ich das falsch oder was? Leon, wenn du denkst, dass es reicht, wenn man deinen Namen in den Titel schreibt, um 800.000 Abonnenten zu kriegen, bist du ganz schön hohl. Ich bin da, wo ich bin, weil meine Videos geil sind und weil mich viele große YouTuber in meiner Laufbahn supportet haben. Und weil viele meiner Zuschauer die Videos ihren Freunden zeigen. Und du bist übrigens da, wo du bist, weil du deine Karriere ausschließlich auf Lügen und Verarschen deiner Fans aufgebaut hast. Ohne Spaß, Leute. Ich schwör's euch, jeder, der jetzt reagiert, ne? Ich habe diese Paybacks, habe ich sportlich gesehen. Bis ich jetzt gemerkt habe, der macht's nur für die Klicks, Digga. Der macht's nicht für die Wahrheit. Der macht's nur für die Klicks. Ja, die Paybacks hast du sportlich gesehen. Und hast dann auch ganz sportlich das Geld eingesteckt. Achso, und Leon, kann das sein, dass du hier auch nur die Klicks wolltest? Oder warum hast du das Thumbnail und den Titel so gemacht, als ob du gerade live wärst mit Mimi, Monte und Stay? Er will nicht, dass es aufhört. Er will doch weiter mit den Videos machen. Weil ohne mich hat das Ganze, hat sein Leben keinen Sinn. Oh Mann, ey. Alles klar, Digga. Aber naja, machen wir mal weiter mit Leons Tweet. Aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahlen und nicht um die Wahrheit. Ich kann auch all deine Videos einfach spriken lassen. Ja geil, jetzt droht er mir noch mit Strikes. Mir geht's anscheinend nicht um die Wahrheit. Weißt du was? Dann spielen wir dein Spiel auch nicht mehr mit, Digga. Dann strike ich auch einfach deine scheiß Videos. Weil du willst nur, dass man immer dein Spiel mitspielt, aber nicht auch mal mein Spiel, Digga. Also erstens strikst du dann nicht meine scheiß Videos, sondern meine geilen Videos. Wir wollen ja bei der Wahrheit... Aber am Anfang sagt er noch, du hast 48 Stunden Zeit, dich hier zu melden. Wir spielen das hier jetzt nach meinen Regeln. Frank, das ist ganz einfach. Ich du verstehe dann gleich die Materie. Du kannst den Boomerang nur werfen, wenn du ihn auch halten kannst. Ja. Wenn er schwer ist, kannst du ihn halt nicht halten. Ja. Und wenn er heiß ist, kannst du ihn auch nicht halten. Ja, und dann musst du auch für Strafrutsche. Das ist so. Stille Treppe. Das ist das Leben. Ganz einfach. Ne? Bleiben, nicht wahr, Leon? Und zweitens versuchst du mich gerade damit zu erpressen, meinen Kanal wegzustriken, wenn ich die Live-Debatte nicht annehme. Das zeigt schon mal wieder, was für eine ekelhafte Sorte Mensch du bist. Nicht, dass es mich wundert, aber es ist gut, das nochmal bestätigt zu bekommen. Wenn du Manns genug bist, wirklich in die Tiefe zu gehen, dann stell dich mir live, anstatt mit deinen Videos weiterhin zu analysieren und ständig zu wiederholen. Und wenn ich ja sowieso der Hohlste bin, dann bleibt die Frage, wieso du dich nicht in der Live-Debatte stellst. Was hast du zu verlieren? Nee, die Frage müsste heißen, was habe ich zu gewinnen? Und die Antwort ist... Nix. Der Einzige, der hier nichts mehr zu verlieren hat, bist du, Leon. Deswegen schlägst du gerade wild um dich wie ein schwer erziehbares Scheißkind, wenn das Ritalin aufhört zu wirken. Ging es dir wirklich um die Wahrheit, gäbe es hier kein Hin und Her. Du würdest dich der Konfrontation wie ein Erwachsener stellen. Ich kann deinen Angstschweiß bis hierher riechen. Ich rieche es noch bis hierher, Digga. Oh, Leon, das ist nicht mein Angstschweiß, den du hier riechst, sondern das hier. Der war König. Jeder, der diese Live-Debatte sehen möchte, gib dem Video jetzt einen Daumen hoch. Wer die nicht sehen möchte, gib dem Video einen Daumen runter. Da haben wir die Statistik. Wollt ihr die Live-Debatte sehen mit Mimi, Monte, Stay, die zwei als Richter? Oder wollt ihr sie nicht sehen? Dann gib einen Daumen runter. Wenn ihr sie sehen wollt, einen Daumen hoch. Da habt ihr die Statistik. Ja, geile Statistik, Leon. Und was soll das jetzt für eine Bedeutung haben? Wenn ich jetzt sage, dass die Zuschauer mein Video liken sollen, wenn Leon Mascher seinen Kanal löschen soll, dann solltest du ja dann deinen Kanal löschen, oder? Ich meine, das sagt ja die Statistik. So, jetzt gucken wir mal, was seine eigene Community sogar geschrieben hat, weil das freut mich so heftig, Digga, dass die Leute es langsam checken, dass das, was die machen, auch nicht ganz korrekt ist, Digga. Schauen wir mal hier, was seine eigene Community sogar auf Twitter geschrieben hat. Hier schreibt zum Beispiel einer Andi, er zieht doch Eier ein, nicht Leon. Bin kein Fan von beiden, sehe das nur objektiv. Ja, nice, meine eigene Community, bin kein Fan von beiden. Du kannst scheinbar nicht mal jemanden finden aus meiner Community, deswegen behauptest du das einfach. Ist leider wirklich so. Mini führt eine persönliche Vendetta.
was man auch irgendwie verstehen kann, aber mittlerweile ist das ja schon Besessenheit gegen Leon Mascher, wo er die Energie und Zeit aber am besten nutzen kann. Genau darauf bin ich doch schon im Intro von Payback 2 eingegangen. Hier ein Ausschnitt, damit auch der letzte Idiot peilt. Ja, was wahrscheinlich viele nicht wissen ist, dass ich das Payback schon vor Ewigkeiten angefangen habe. Das Video zu Bistrack habe ich auch schon im Juni 2018 gedreht. Ich wollte aber erstmal alle Leon-Videos fertig schneiden, damit ich sie dann alle hintereinander hochladen kann, ohne längere Pause zwischen den Videos. Die Paybacks sind seit letztem Jahr fertig. Die Zeit ist doch schon investiert. Ich habe leider keine Zeitmaschine, um das zu ändern. Da müsst ihr Leon fragen, denn der kann die Zukunft vor der Vergangenheit drehen. Was wir unter anderem bei den späteren Paybacks noch sehen werden. Denk mal nach, was Mimi ohne Leon für Videos machen würde. Denk mal genau dieselben wie vor den Paybacks. Keine. Ja genau, vor den Paybacks habe ich keine Videos gemacht. Ich habe quasi mit den Paybacks meinen Kanal begonnen. What the fuck, sogar 3 von meinen 5 letzten Videos auf meinem Kanal waren keine Leon-Videos. Dazu braucht man nicht mal großartig recherchieren. Ich meine, okay, in jeder Community gibt es solche Lehrer, die sowieso nichts raffen. Aber wie stolz Leon auch noch diese 3 dummen Kommentare präsentiert, geht nicht in mein Hirn rein. Payback ist eine Serie, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe vorher übrigens 3 andere Serien auf meinem Kanal gemacht. Aber das zählt wahrscheinlich nicht, denn ich habe ja vor den Paybacks nichts anderes gemacht. Und außerdem nerven die Paybacks. Als nächstes beschwert ihr euch wahrscheinlich bei Matt Gröning, dass er nur dieses nervige Disenchantment gemacht hat. Ach so, der hat noch Futurama und Simpsons gemacht? Nee, das zählt nicht. Und außerdem nervt er voll mit Disenchantment. Das ist ein richtig besessener Freak. Mimi, komm und gib dir die Wahrheit pur, Digga. Live im Stream, noch 24 Stunden gebe ich dir Bonuszeit, Digga. Oh, keiner hat dich nach Bonuszeit gebeten, du Wischmafioso. Gib mir einfach in den nächsten 24 Stunden Bescheid auf Twitter, gib mir ein richtiges Statement und sag mir nicht so viel um den heißen Brei, Digga. 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Boah, darf ich das nochmal sehen? 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Ich weiß gar nicht, was du mit deinem peinlichen Alpha-Getue immer erreichen willst. Jeder sieht, dass du nur Minderwertigkeitskomplexe hast. Leon versucht im Internet ständig auf Krampf so zu wirken, als ob alle Angst vor ihm haben. Versucht Ansagen zu machen, redet ständig von Manns genug und tut so, als ob vor ihm alle die Eier einziehen. Hier zum Beispiel bei mir. Ich kann deinen Anschweiß bis hierher riechen. Ich rieche es noch bis hierher. Digga, ich stehe mein 100%. Die Frage ist, ob du es kannst. Die Frage ist wirklich, ob du es kannst. Er sagt einfach, nö. Er möchte die Live-Debatte nicht, ne? Natürlich, wo sind deine Eier? Im Internet spucken die so große Töne, aber live, Digga. Oder hier zum Beispiel bei Denergy. Ich muss jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ungefähr 5 Tagen, habe ich was mit meinem Kameramann in der Stadt gedreht, ne? Und dann war ich halt in der Europapassage. Auf einmal sehe ich einen Typ, der so telefoniert und mich so anguckt. Ich weiß nicht, der hat mir so irgendwas vermittelt, so. Der hatte Angst oder irgendwas, ne? Und dann dachte ich, was ist denn los? Und dann habe ich ihn so angeguckt und dachte ich, ah, ich kenne ihn doch, das ist doch der, der YouTube-Musik macht, ne? Und auf jeden Fall habe ich ihn angeguckt und er so. Und ich so, ja, du machst geile Musik, Digga. Gefällt mir, da waren so ein paar Dancehall-Dinger, die fand ich geil, ne? Und er so, danke. Ey, Leon Mascher ist hier, neben mir. Auf jeden Fall gucke ich ihn so an, warum ist er so verkrampft, Digga? Er so, hast du meinen Diss-Track gesehen? Den Diss-Track? Er so, ich hab einen Diss-Track über dich gemacht. Und dann hab ich gesagt, ja wirklich, ein Diss-Track? Ja, der ist gerade auf der Startseite und hat schon fast 500.000 Klicks. Und ich guck ihn so an und ich so, du hast einen Diss-Track über mich gemacht? War das ernst oder war das Spaß? Und er so, ja, war Spaß mit ein bisschen Pfeffer hinten dran. Und ich so, also ernst? Nein, nicht ernst. Und ich sehe, wie sein Schweiß runterkullert, ne? Wow, sie ist einfach warm. Diese Geschichte ist wahr. Oder hier bei Julian Bam. Er ist so groß auf Deutsch, ich pack es nicht. Wie du sagst, dass wir Klicks auf den Nacken kriegen. Hab doch alle in Klicks immer Freundschaft gesagt, meine Rap-Parodie für einfach Klicks. Okay, ich würde mal sagen, stopp, Digga. Eins verstehe ich nicht, Freunde. Eins verstehe ich wirklich nicht. Alles war cool im Real Life, ne? Aber hinter der Kamera, im Internet, macht jeder auf Rambo. Jeder ist ganz anders. Würde ich gerne wissen, ob Julian. Machen wir ja auch auf Rambo, Frank? Auf Bud Spencer und Terence Hill. Wer ist Bud Spencer von uns? Bud Spencer hat einen Bart, oder? Und ist dunkel. Das ist ein Rap-Song, mir das auf mein Gesicht sagen würde. Nee, der hat ganz dolle Angst vor dir, du krasser Muskelsöhren. Und Unge hat auch übelst Angst vor dir. Ja, nur weil wir dich nicht angeprangert haben, du kleiner Hund. Nur weil wir dich nicht angeprangert haben. Und die Aussage, dass du sagst, ich bin ein Hund, ich wünsche mir, diese Aussage würdest du auch mal tätigen, wenn wir uns live sehen, dass du das zu mir sagst, von Angesicht zu Angesicht. Das wünsche ich mir mal, Unge. Ob du das wirklich auch machst, Digga? Ich frag mich. Ja, Leon, man hat ja gesehen, was passiert, wenn man es hier ins Gesicht sagt. Halt ihn auf, halt ihn auf. Zieh den weg. Red, klar jetzt. Red, klar jetzt. Aber ja, versuch mal weiter, deinen Zuschauer zu verkaufen, dass alle vor dir einscheißen, du krasser Hengst. Hat nicht Unge sogar noch gesagt, dass es mir leid tut für die Hunde?
als er ihn du Hund genannt hast? Ich glaube ja. Ich glaube, er hat noch, glaube ich, noch gesagt, es tut mir leid. Und ich glaube, irgendwo Hunde. Hat Unge auch gesagt, dass er gesagt hat, Leon will ja nach Madeira kommen und alles. Und da hat er, glaube ich, in irgendeinem Video gesagt, dann nenne ich ihn einfach mal Hund. Wenn er dann kommt, Leon, du Hund. Oh Mann, Alter. Leon machte sein Comeback nicht nur, um seinen Song mit Beef zu promoten, sondern er hat auch einen neuen Kanal eröffnet. Dieser wurde besonders fleißig während des ganzen Beefs beworben. So begann er am Ende von dem Live-Diskussionsvideo Folgendes zu sagen. Ich werde auf diesem Kanal nicht mehr viel von diesen Statements und Videos und Ansagen und Reactions oder sonst was raushauen. Ich werde jetzt einen Kanal aufmachen, der ist Leons Real Talk, ganz unverlinkt. Den könnt ihr jetzt alle schön abonnieren. Da kommt die Tage ein Video über einen YouTuber raus, Digga. Da war ich die ganze Zeit ruhig, aber jetzt reicht's, Digga. Jetzt reicht's wirklich. Einfach ein klares Video, Digga. Und ich hoffe, du streichst mich nicht weg, Digga, weil du hast auch in der letzten Zeit sehr viel ausgeteilt. Wunderlich nicht, dass so ein Video auch mal kommt über dich, Digga. Ich will deinen Namen nicht erwähnen. Abonniert auf jeden Fall alle den zweiten Kanal von mir, Leute. Da kommen alle diese Videos. Ich werde auf Leute reacten. Ich werde mein selbst zu gewissen Sachen geben. Und ich werde auspacken, was einfach in der letzten Zeit nicht gesagt worden ist. Weil die Leute wissen nicht, was geht, Digga. Es ist sehr viel passiert, Digga. Und die Leute kennen nicht die Wahrheit, Digga. Die Leute kennen nicht die Wahrheit. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? 9 Tage später kam dann nochmal die Werbetrommel auf dem Video, die Wahrheit über Leon und Mimi. Ein Video, das wird richtig krass. Also das wird richtig krass. Das wird morgen auf meinen zweiten Kanal kommen. Ich würd euch gerne wirklich sagen, was es für ein Video ist, sage ich euch aber nicht. Ich hau's morgen einfach raus. Checkt meinen zweiten Kanal ab, Leons Real Talk. Da werden Sachen von mir in Zukunft kommen, Digga, meine Real Talks, meine Sachen. Aber davor müssen jetzt mal ein paar Sachen geklärt werden. Da kommt noch was Krasses über einen großen YouTuber. Da muss auf jeden Fall noch ausgepackt werden. Aber vorher muss auch noch was geklärt werden, deswegen check mein zweiten Kanal ab, da kommt morgen ein Video endlich online auf meinen zweiten Kanal. Ihr dachtet, okay, das war's mit Leon. Nein, Digga, es geht jetzt richtig los, Digga. Abonniert alle den zweiten Kanal, damit ihr nichts verpasst. Morgen kommt ein neues Video. Morgen auf meinem zweiten Kanal, das ist erst der Anfang. Dazu gab's in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Nichts. 9 Tage später kam dann nochmal die Werbetrommel auf dem Video, Unge ist ein Lügner und Manipulator. Auch jetzt das mit den Videos, das war's jetzt. Sowas werdet ihr jetzt nur noch auf meinem zweiten Kanal sehen. Und morgen werde ich auch nur noch auf meinem zweiten Kanal. Da habe ich auf jeden Fall auch einen Real Talk auf meinem zweiten Kanal rausgehauen. Checkt das ab auf meinem Kanal, da kommen auch Real Talks raus. Abonniert den zweiten Kanal, ganz wichtig, Leute. Ich will einfach, dass ihr die Wahrheit erfährt. Aus meinem früheren Leben, aus meinem jetzigen Leben. Ihr sollt einfach wissen, was Sache ist, Mann. Dazu gab es in der Beschreibung des Videos Haufen Links zum Kanal und genauso einen angepinnten Kommentar. Was kam dann eigentlich auf dem neuen krassen Wahrheitskanal? Nichts. Aber Leon hat direkt eine Erklärung, warum er die Videos immer auf seinem Haupt... Folgendes. Er sagt am 10.05. Schaut auf meinem neuen Kanal. Dass da noch nichts ist, ist ja okay. Am 19.05. sagt er dann aber, morgen kommt ein Video. Das heißt am 20. Ja. Er hätte ein Video kommen müssen. Kam aber nicht. Und am 28. sagt er, schaut bei mir auf dem Kanal, weil da sind schon Retalks gekommen. Das hat er doch gerade gesagt. Ja, hat er gesagt. Hat er gesagt. Ist der Kanal privat? Kannst du keine Videos sehen? Das Video, das ist so aufwendig, das rendert noch, Frank. Das dauert. Aber das er hat doch gerade gesagt, er hat da schon was hochgeladen. Ja, wurde bestimmt privat gestellt, geclaimed. Mashallah. Das kannst du nicht ausdenken, Alter. Kanal hochgeladen hat. Ich weiß, ich habe gesagt, ich lade das Video auf den zweiten Kanal hoch. Oh. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich wollte einfach, dass das Video so viele wie möglich sehen. Deswegen wusste ich jetzt nicht, ob das Video jetzt auf meinen zweiten Kanal jetzt... Einschlägt. Mir geht es einfach, dass ihr wisst, was die Wahrheit ist. Es sollen einfach so viele Leute wie möglich die Wahrheit hören. Darum geht es mir bei diesen Videos. Ja. Mir geht es nicht um den Promo-Effekt oder sonst was, Mann. Ob ich jetzt Geld damit verdiene, ob ich jetzt Klicks damit mache oder nicht. Mann, mir geht es am Ende einfach darum, dass sie die Wahrheit hören. Hä? Er will, dass es so viele wie möglich sehen, aber ihm geht's nicht darum, ob er Klicks damit macht? Wie passt das denn zusammen? Ich will auch so viel wie möglich verdienen, mir geht's aber nicht ums Geld. Der Satz wäre genauso seltsam. Leon ist so unehrlich, dass er als YouTuber nicht mal zugeben kann, dass er Klicks will, wenn er will, dass seine Videos viele Leute sehen. Und auch lustig, wie er bei mir noch gesagt hat, dass ich's nur für die Klicks mache und nicht für die Wahrheit. Aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Aber dass ich vielleicht auch will, dass so viele wie möglich die Wahrheit sehen, zählt bei mir irgendwie nicht. Ganz schöne Doppelmoral. Besonders, wenn man bedenkt, dass du auch noch lügst, während du darauf pochst, die Wahrheit zu sagen. Du willst einfach weiter Dinge unter den Tisch kehren und meine Videos unterbinden. Deshalb versuchst du mich mit solchen Vorwürfen mundtot zu machen, während du dich selber nicht an deine aufgestellten Regeln hältst. Du bist eine ekelhafte Sorte von Mensch. Das sieht man hier wieder deutlich. Du wolltest von Anfang an durch den Beef einen Reaction-Kanal starten, weil sowas gerade im Trend liegt. Deshalb hast du den Kanal genau an dem Tag eröffnet, als du mit deinen Ansagen gegen mich begonnen hast. Was ein Zufall. Das hat bloß nicht
nicht funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, deshalb hast du das Ganze wieder fallen lassen. Genauso war es schon, als du auf den Fortnite-Trendzug aufgesprungen bist, was aber nicht geklappt hat. Check mal unten in der Beschreibung, ganz oben verlinkt, der zweite Kanal, da lade ich jeden Tag ein Fortnite-Video hoch. Manchmal mit meinem kleinen Bruder, manchmal mit Simon, manchmal mit dem, mit dies, mit das. Check das ab. Ist sehr lustig, kommt daily ein Video hoch. Ja, und danach kam 4 Tage später ein Video, was mit Fortnite oder Gaming nichts zu tun hatte. Und 13 Tage danach dann ein Product Placement. Das war's. Geiler Daily Upload. Auf jeden Fall sehr lustig. Oder erinnert ihr euch an das mittlerweile gelöschte Video vom September 2019 namens Mein letztes YouTube-Video. Danke für alles. Welches er auf seinem Hauptkanal hochgeladen hat? In dem Video sprach Leon darüber, dass er zu 95% seinen YouTube-Kanal verliert und ihr deshalb seinen neuen Kanal abonnieren sollt. Es wird bald vor Gericht gehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich diesen Kanal hier, diesen YouTube-Kanal, den ich mir jahrelang aufgebaut habe, dass ich den einfach wahrscheinlich jetzt zu 95% wird er nicht mehr bei mir gehören. Also der wird gar nicht mehr existieren. Dass ich diesen Kanal, den ich mir wirklich jahrelang erarbeitet habe, dass er einfach nicht mehr mir gehören wird. Ein Megastein wird dir einfach im Weg gelegt und den musst du jetzt aufheben und wegschieben und halt einfach weitermachen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt einen neuen Kanal machen, wo ich einfach aktiv bin, mir selber die Motivation gebe, einfach am Start zu sein und nicht aufzugeben, auf keinen Fall aufzugeben. Und kurze Zeit später kam die Songankündigung für Bruder muss los und daraufhin das komplette Musikvideo. Mit seinem Hauptkanal ist nie was passiert und er hat danach nie wieder den angeblichen Rechtsstreit erwähnt, obwohl er im Ankündigungsvideo meinte, dass er noch was dazu sagen wird, was er aber bis heute nicht gemacht hat und jetzt höchstens machen wird, um wieder eine neue Lüge zu bringen. Leon versucht seine Zuschauer immer so zu manipulieren, dass sie machen, was er sagt, um den größtmöglichen Profit raus zu holen. Ach, und übrigens, auf seinem neuen Kanal hat er auch keine Reactions gemacht. Reacted hat er auf seinem Hauptkanal, wo er sich wie immer blöd gestellt hat. Chat, ich schwör's euch, ne? Fragt mich nicht, wie der Kameramann sich immer so versteckt hat. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er sich hinter einem eingefügten schwarzen Balken versteckt hat. Ach, und übrigens, wenn ich nicht gestrikt werde, kommt das nächste Payback demnächst irgendwann. Leon Mascher, oh, ich brauche Leon Mascher als YouTuber, weil auf ihn habe ich mich aufgebaut und wenn der nicht da ist, dann was für Videos mache ich dann? Dann male ich Schuhe an? Wow! Ja, richtig! Wow! Morgen 17 Uhr streame ich, wie ich aus diesem Sneaker einen Fortnite-Sneaker mache und dann im Stream noch verlose. Wow! Ja, ich weiß, kein Schulkonzert von Leon zu bekommen wäre ein wertvollerer Preis, aber das biete ich hier nicht an. Und jetzt kommt noch Werbung für meinen geilen Merch. Zu jedem gekauften Artikel gibt es eine Dragon Ball Wackelkarte dazu. Beste Leben! Alles in der Beschreibung verlinkt. Yeah! Okay, tschüss! Eieiei. Also das war mal wieder ein starkes Stück. Frank, dein Einsatz? Also. Die Ereignisse überschlagen sich. Ach so, ja.